Zack, McFly. Name eingeben. Bei den Brudis? Die Brudis am die Start. Die Brudis am Start. Die Brudis. Wir zocken heute Hidden Agenda. Das neue Playlink-Spiel. Mit dem Cheesy. Von yes. Forrest. Und den Rest, den kennt ihr nicht. Noch nicht. Auf dem Fernseher. Das ist Thomas, der Dennis. Hallo. Und der Gabi. Der Dennis aus Hürth. Der, die Stimme leider solltet ihr können. Diese liebliche Stimme von dem Gabi. Oh ja, sexy. Oh ja. So, wir haben uns alle eingeloggt. Zack, Tommy, Gabi, Daniel. Daniel tanzt mal wieder aus der Reihe. So, mit meinem Handy kann ich steuern. Ich habe dieses Viereck getroffen. Und wir starten ein neues Spiel. Wir starten ein neues Spiel. Viel lauter. Auf dem Handy steht auf den Fernseher schauen. Und steht auf dem Fernseher auch irgendwann auf das Handy schauen? Bestimmt, ja. Bestimmt. Wettkampfmodus. Wir treten gegeneinander an. War interessant. Und ja, das Ganze ist jetzt im Prinzip ein interaktiver Film, ne? Von Ripple Effect. Was stand da? War das jetzt schon wichtig? Jede Entscheidung, die du triffst, verändert die Zukunft. Meine Zukunft. Geht los, oder? Ja. Steht bei irgendwem was Geheimes? Ja. Ich soll euch alle direkt töten. Ja, ich. Mach die Glotze noch ein bisschen lauter. Ja, du musst die leider lauter machen. Sie haben Post. Andy Laus. Laus. Andy Laus. Was, wenn man auf dem Handy was hören muss? Man muss nichts auf dem Handy hören. Oh Gott. Man muss auf dem Fernseher hören. Ja. Psst. Das ist ja so. Das ist wichtig. Hat der, das sind das Bomben, ne? Ja. Oha. Was ist das? Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwas entscheiden. Alter Schwede. Was? Was geht ab? Das hat irgendwer von euch gemacht? Nee, das sind auf jeden Fall der Irre hat die Polizisten in die Luft gejagt. Ach, der ist jetzt in die Luft gesprungen. Ah. Ja, das war eine Türfalle. Wenn die Tür eintreten, explodiert die. Oh, du bist so ein Fuchs, Gabi. Meine Güte, du weißt gar nicht, wie viel Fernseher ich gucke. Das lag ja so auf der Hand. Traurig. 6 Wochen danach. Okay. Es ist gewöhnt. Bestimmt der gleiche. Zum Trapper. So ein Typ in Lederklamotten mit so einem Fuchsschwanzhut. So steht er. Der liegt überall Bärenfallen vor die Haustür. Mit so brennenden Kackertypen drin, wenn er da reintritt. Er freut sich, sein Fuß abliegt. Lass ihm nicht die Zähne abfrieren, wie sonst. Ey, bei mir ist ein Ausrufezeichen hier. Die Polizisten Mani und Nelson wurden zu einer Sichtung des Trapper-Serienmörders gefunden. Okay, das habe ich auch da stehen. Es muss eine Mehrheit. Und wir haben zwei Biografien freigeschaltet. Oh! Ah, Spielt eine Übernahmekarte. Okay, wir haben Übernahmekarten. Um auszuschließen und die Entscheidung zu treffen. Na, die könnt ihr spielen, wenn das in die andere Richtung geht, wie ihr wollt. Könnt ihr die Karte werfen und dann könnt ihr entscheiden. Ja, alles klar. Ah, okay. Ah, okay, da rechts auf die Karte bekommen. Kostet die Übernahme nichts. Setzt deinen Willen durch, ja. Tippt bei einer Entscheidung auf das Übernahmesymbol, um sie zu nutzen. Ach, das ist oben rechts auf dem Handy. Ah, ich glaube, das soll jetzt jeder machen, einmal, ne? Zum Test. Gabi hat die Kontrolle übernommen. Ach so, ich dachte, das sollte jeder machen. Ja, ihr sollt das auch alle machen, oder? Nee, du hast es jetzt gemacht. Gabi? Tommy hat die Kontrolle übernommen. Ich will auch die Kontrolle übernehmen. Zack, hat die Kontrolle übernommen. Ach! Ja, okay, wenn Daniel jetzt auch nimmt, jetzt hat keiner mehr die Kontrolle außer Daniel. Der Letzte hat die Entscheidung. Dennis darf sich entscheiden, ja, weil er jetzt gepennt hat. Ich denke, wir gehen einfach vorne rein. Ich hab keinen. Okay. Ah, ich hab's zurückbekommen. Okay, alles klar. Der letzte hat dann. Ja, das ist voll stressig eng hier. Ja, dann komm doch hier hin, dann chill doch mal. Ja, ich chill's euch. Wow. Wie kann man denn hier mit dem Kack. Laber nicht so viel! Kamera rein. Zusammenbleiben oder aufteilen. Ich sehe mein Ding. Bitte zusammenbleiben. Jedenfalls zusammenbleiben. Auf keinen Fall. Ich übernehme die Übernahme. Was? Ich übernehme die Übernahme und ich sage, zusammenbleiben. Sehr geil. Weil man immer zusammenbleibt, das ist doch wohl klar. Bewegt den Zeiger auf das Ziel, bevor die Zeiger... Okay, jetzt geht's auf den Fernseher. Auf dem Fernseher. Wer zuerst trifft, gewinnt die Übernahme. Ja, du steuerst mit dem Handy, aber du guckst auf den Fernseher. Du musst halt deine Farbe suchen. Ja, ich hab meinen Punkt nicht mal losfahren lassen. Dreck. Fette Techno-Party. Denk dran, wir sind im Haus von Papa. Was meinst du? Wie
jeden Fall. Nein, Quatsch, oh, wir sind im Zusammenbleiben! Beim Trapper, Leute! Thomas, übernimm! Übernimm, Thomas! Könnt doch jetzt nicht alle sterben. Ja, wir müssen ich überleben. Was ist los mit dem? Das ist das Spiel ja schon direkt vorbei. Da ist ob, wir können doch nicht sterben. Da, hast du es nicht gehört? Ja, die hat gerade gesagt, das war eine gute Entscheidung, Junge. Zusammenbleiben. Wir sind voll die Band. Wäre geil, wenn so ein Lehrvideo eingeleitet wird. Gute Entscheidung. Als Polizist lernt man so vor, dass man zusammenbleibt, Leute. Die Mucke von Blade würde gut passen. Alter, was macht der da? Der fesselt die jetzt. Der wollte dich vergewaltigen. Der will die essen. Hände hoch, los! Zum Schießen. Bewegt den Zeigefinger. Ich glaube, man kann auch gar nicht schießen, wa? Denkt nach, bevor ihr schießen. Schießen wir oder schießen wir nicht? Er hat eine Pistole links neben sich, Alter. Hat er eine Pistole? Ah, okay. Da liegt eine Pistole. Wir knallen den ab. Okay, abknallen, oder? Hände, ich schieße den direkt ab. Sei denn, der macht die Hände in den Kopf. Er bewegt sich nicht. Gabi, du musst da drauf gehen. Dann runter, dann. Aber. Nee. Also jetzt. Fuck you, Alter. Ich schieße. Wir waren doch schon drei drauf. Ja. Der Gabi hätte verloren. Okay, sehr gut. Verballer deine Übernahme. Ja, Mann. Oh mein Gott. Oh, oh. Wasser und Strom. Was passiert hier? Keine gute Kombi. Oh, Dad. Oh nein, die werden alle getrillt. Der Trapper. Nicht der Trapper! Alter, Partner. Auf jeden Fall. Boah, sind wir geil. Einfach mal hier alles sterben lassen. Wenn man schon zusammen reingeht, ne? Ja, und ich heiße zusammenbleiben. Ja. Guck mal, der, den wir jetzt gerettet haben, unser Partner, der wird noch so viele Menschenleben retten. Ja. Die hätte gar kein Menschenleben gerettet. Aber was war das? Gefallen. Du hast geschossen. Wir haben geschossen. Ja, eben. Bin ich dafür, wenn du so kacke bist. Willst du ernsthaft jetzt Chips essen? Ganz ein Welt. Es gibt keinen Zweifel. Sie müssen jetzt nur noch über seine Strafe bestimmen. Auf den Fernsehschau. Der sogenannte Trapper Keller hat unsere Gemeinde mit einer brutalen Mordserie terrorisiert. Wir haben den Trapper festgenommen, Leute. Er hat seine Opfer mit Fallen präpariert, sodass mutige Polizisten selbst zu Opfern wurden. Geheimauftrag. Diese unschuldigen Menschen. Wenn du dich so. Nein. Lehn dich nach vorne, dann sehe ich das nicht. Okay. So? Ja, so ist kein. Trau dir. Ich guck wirklich nicht drauf. Kann alles sehen, Digga. Ach, ich bei dir überhaupt nicht. Ey, ich glaube, ich sollte das. Ich glaube, du sollst das ein bisschen verfolgen. Als ihren Mitmenschen. Doch, das ist die Staatsanwältin, die will den umbringen. Die will den umbringen? Man darf ihm nicht trauen. Ja. Er hat eine listige, verdorbene, bösartige Ader. Und nichts, was er sagt oder tut, wird das je ändern. Absolut ihrer Meinung. Daher fordere ich die Bestrafung in vollem Umfang des Gesetzes. Ah, sag ich doch, die will den grillen. Die Todesstrafe. Danke. Finde ich angemessen. Die ist sehr tough. Ganz ehrlich, Jonathan, er hat auch das kleine Mädchen gegrillt. Für die Verbrechen, derer sie sich schuldig machten, verurteile ich sie hiermit zum Tod durch die Giftspritze. Ich dachte, wir können da mitbestimmen. Das ist viel zu gnädig. Verhandlung geschlossen. Okay. Worum geht's denn jetzt eigentlich? Ja, das wird nicht unser einziger Fall sein. Wie schlecht hat die Mütte gefunden? Oh, der freut sich. Hidden Agenda. Was ist das denn für ein generelles Spiel? Das ist kein Spiel, das ist dieser Film. Wir gucken jetzt diesen Film. Ja, aber Hidden Agenda ist auch ein Spiel, oder? Ja. Von was für ein Spiel musst du denn kaufen? Hidden Agenda kaufst du dir. Entscheidende Momente, die die Geschichte beeinflussen, anzusehen. Fünf Jahre danach. Der fünf kommt Jahre. Wieder. Der hat den sogar gestanden. Deshalb hat er gerade gelacht. Show. Der war es nämlich Johnny gar nicht. Das war so vorher schon... Der Penner sitzt jetzt schon seit 5 Jahren in der Todeszelle. Ihm bleiben nur noch 48 Stunden auf unserem blauen Planeten. Achso, der ist doch nicht groß. Also dachte ich mir, hey, kanntet ihr eines der Opfer? Die Leitungen sind offen. Anrufer 1, bitte. Hallo, also, ja, ich meine, meiner Meinung nach können Sie den Wichser gar nicht genug anheizen, oder? Oh, das Kind hat ja wohl Schlimmes erlebt. Aber das ist kein Grund, sich an unseren Jungs hier zu vergreifen. Ja, ich verstehe dich. Aber unsere Cops haben auch nicht gerade den besten Ruf, nicht wahr? Die Somali zum Beispiel. Beförderung ins Mani? Medaille, ist einer von uns, oder? Mani ist ganz oben. Becky, Mani. Stellt sich heraus, dass sie jede Menge Dreck am Stecken hat. Manipulierte Beweise, schlechte Führung, wer weiß was noch? Verdammt! Man weiß eben nie, wer... Oh, das sind ja einige Biografien. Schicksalsmomente.
Ja, da gibt's viel zu entdecken. Sehr umfangreich. Hätte ja, aber man muss ja eigentlich die Handlung da verfolgen. Dafür hast du ja den Pause-Button. Ah, nee, keiner drückt Pause hier. Wie? Wo hast du den Pause-Button? Du hast keinen Pause-Button. Das war so klar. Muss du doch mal mal kurz. Dennis! Chips essen? Pause! Alter Katze. Mit Riggs ist sich aufgenommen, oder? Oh, da ist Riggs, wo ist Myrto? Zwei neue Unbekannte am Wochenende. Wir sammeln rote Namen auf dem Brett. Und ich muss sagen, ungelöste Fälle dienen nicht gerade dem Ruf, den wir uns hier aufgebaut haben. Ja. Mani, ich bin absolut auf den Namen gekommen. Sie ist gut darin, Sachen verschwinden Blödes zu lassen. Arschloch. Detective Calvary. Detective Calvary. Ich überhöre das einfach. Ich würde gerne hier hinten wegtreten. Sind denn schon die beiden von eben zu sehen gewesen? Ein Spiel bekommt einen Geheimauftrag. Einer von euch erhält nun einen Geheimauftrag. Schaut auf euer Gerät, aber versteckt den Bildschirm vor den anderen. Hey, ne? Achtung! Wer den Geheimauftrag hat, erhält eine Menge Punkte, wenn er ihn erfüllt. Entscheidungen, die den Auftrag betreffen, können durch Übernahmen oder Überredungskunst in die richtige Richtung gelenkt werden. What? Okay, also es läuft jetzt ein Geheimauftrag, den irgendwer hat. Hey, Becky. Und, ja, er muss jetzt versuchen, die Story zu lenken, glaube ich. Gute Arbeit machst. Wie schön, dass meine Erfolge sich auszahlen. Da bin ich absolut zulassen. Das ist ja wohl was. Sie müssen sich bei dieser Entscheidung einig sein. Denkt daran, dass einer von euch einen Geheimauftrag hat. Das ist das, was sie sagt. Warum reagierst du so schnell, Dennis? Weil der Typ ein Arsch ist. Ich bin besorgt. Ja, ich finde auch, dass der ein Arsch ist, ne? Der ist ein mega Arsch. Das ist. Nur mein lieben Chef hat Vertrauen. Einer musste es übernehmen. Oha. Und er ist besorgt. Nein. Zack ist immer der Besorgte. Nicht wirklich. Sehr besorgt. Es fühlt sich an. Besorgt und ballert Gerd. Stimme, wie läuft denn jetzt dein Geheimauftrag? Hast du jetzt nur gewonnen? Das ist ein Scheißgefühl, aber. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich schon ein paar Mal übernehmen. Also bleib ruhig. Du bist ziemlich verdächtig. Bogen um Calvary. Das geht vorbei. Ich weiß nicht schon, wie ich raten kann. Er ist auf jeden Fall sarkastisch. Jo. Was hat ihn gesagt? Gabi, du machst ja, wieder gar nichts? Bist du schon wieder unschlüssig? Ich. Rick, du musst es erst schließen. Also. Respektiert ihn doch. Danke, Mann. Nein. Detective Marnie, kommen Sie kurz rein. Ach, ist das unser Chef? Wer ist euer Chef? Lies doch die Biografie. Ah, okay. What the fuck? Biografie, wer ist das gewesen? Hören Sie, Marnie. Ich sollte nicht den zu laufenden nicht. Internen Ermittlungen sagen, aber... Es beeinflusst meinen besten Detective. Tut mir leid, Sir. Hey, nicht entschuldigen. Sind ein guter Cop. Ich bin mir sicher, dass Sie den Tatort nicht absichtlich beeinträchtigten. Die Fakten werden das zeigen. Danke, dass Sie an mich glauben, Sir. Was? Welcher Tatort? Von dem Trapper. Der kommt raus. Der kommt raus? Ja, Mann. Verstanden? Du kommst gar nicht. Natürlich. Ich nein, muss sagen, der kommt noch nicht raus, er spekuliert. Aber ach so, du spekulierst. Aber ich muss sagen, das ist wirklich ein bisschen, du bist ein bisschen abgelenkt von gucken da und die Story gucken, das ist too much. Wir hätten so ein bisschen Einführung habt gebraucht, ihr herausgefunden, oder? Wer den Geheimauftrag hat? Jetzt schon? Zeit, das war doch nur eine Entscheidung, oder? Ja, und wer hat seine Scheißkarte benutzt? Ja, das ist ja wohl echt. Der Auftrag muss trotzdem erfüllt werden. Also ich hab, bei mir ist es direkt verschwunden. Ich hab abgegeben, ich hab überhaupt nichts gedrückt. Bei mir ist es überhaupt nichts auf. Hä? Ihr habt einen Hauptverdächtigen für den Geheimauftrag. Ich? Oh? Nee. Oh? Ihr seid Kackenbubs. Oh, wir verraten später, ob eure Vermutung. Ich hab irgendwas, der hat mir nur Tommy angezeigt. Ja, bei mir stand ja, nur Gabi. Nach rechts zwischen zum Blättern nach oben und zum ich hab später. gar nichts berührt. Okay. Fortfahren. Daniel, hast du mal so ein paar. Ich bin auch in dem Logbuch drin gewesen, sehe ich gerade. Von deinem Handy bei der Entscheidung und so? Ja, mach jetzt mal, film mal dein Tablet an. Da. Es wird über Erfolg Dennis hat so ein oder geiles Tablet und des Geheimauftrags entschieden. Weltweise. Oh, was? Ja, ich beuge mich einfach. Finn sollte besser jetzt als gleich sterben. Wir haben doch keine Geschichte mehr, oder? Ich auch. Ich schätze, keiner davon freut sich so sehr auf eine erholsame Nacht, wie ich es tue. Dass er immer noch atmet, raubt er den Schlaf. Ja, der ist doch fast tot. Ja, aber nur fast. Nur Tommy hat den Geheimauftrag erfüllt, du Ratte! Und ich hab Tommy genommen.
Ups. Habe ich als einziger Punkte gekriegt, ne? Ich müsste auch Punkte kriegen. Ja, du kriegst auch Punkte. Wutscha! Auch wenn ich gar nicht gedacht habe, dass du es bist, Tommy. Und einfach nur das Zufall. Ja, ich hätte Dennis gewählt, ja. Was? Läuft! Ja, fortfahren. Thomas. Wann hast du das denn entschieden? Was entschieden? Ach, ich war ja dann noch die ganze Zeit auf deiner Seite, ne? Du hast sogar deinen ich hab sogar meinen Joker ausgegeben, um dein... Also, oh, so sieht das irgendwie aus. Ja, ich bin auch auf deinem. Und das kann würde nicht, nur angezeigt werden an alle. Da, das, ne? Weil beim... Ja. Ja. Man hat jetzt nicht zu viel verraten. Nee. Besser sag ich nicht. Nachrichten. Später, Leute. Kriegszeitsmomente. Man kriegt absolut nichts mit. Benjo, auf dem Fernseher. Dann reicht das jetzt, Dennis. Danke dir. Er hat nicht mehr viel Zeit, oder? Nein, hat er nicht. Immer noch 28 Stunden. Soll ich irgendwas wissen? Die Zeit vergeht ja richtig langsam. Strategie ist alles. Super. Irgendwelche Tipps? Sprich mit ihm. Werden wir vorgewarnt, wenn die nächsten Geheimaufträge kommen? Oder weiß die ganze Zeit gucken? Ich denke jetzt nicht mehr. Oh, seid ihr bereit? Oh, noch ein neuer Geheimauftrag. Neuer Geheimauftrag. Bin aufgeregt. Jetzt habe ich dich auf jeden Fall im Auge. Ihr müsst euch alle einig sein. Ich werde es mir anhören. Ich weiß, ich kriege... Ja klar, optimistisch. Naja. Tommy, sei nicht so zynisch. Na gut. Ich krieg schon, was ich brauche. Ich melde mich. Die Anwältin sagt, sie wollen mir etwas mitteilen. Sie haben 5 Minuten. Beim kleinsten Mist bin ich weg. Miss Graves. Ich habe das ist der, ne? Ja. Jetzt 48 Stunden vorher fällt ihm das ein. Ich gab Gott die Schuld für alles. Für Las Palmas? Das Waisenhaus? Wir waren bloß Kinder. Wir vertrauten ihnen. Aber ich habe ihnen vergeben. Gott lehrt uns zu vergeben. Oder Ratte. Sie können ihren Schänder nicht vergeben, wenn sie es umgebracht haben. So funktioniert das leider nicht. Ich habe niemanden getötet! Finn, ganz ruhig. Ruhig? Ich werde sterben, verdammt! Und niemand wird die Wahrheit kennen. Welche Wahrheit? Was meinen Sie? Ich werde als Lügner sterben. Als dreckiger kleiner Lügner. Wahrheit über was? Das über was die Wahrheit? Oder einfach alles! Oh, also haben Sie sie nicht umgebracht? Den Kaplan, den Pfleger, wer denn dann? Er labert doch eh! Ich will. Abschätzig. Ich will's hören. Hier. Lass mal hören. Wollt ihr echt nicht? Tut mir leid, Finn, die Zeit ist um. Halt! Bitte, Miss Graves. Das war's. Es war Adam. Adam Jones. Aus dem Waisenhaus. Adam? Ich bin ganz Ohr. Er war mein Freund. Wir gingen also Leute, durch ich hab... Adam ist nicht dabei! Wisst ihr, wer Adam ist? Er hat sie getötet. Ja. Sein Freund aus dem Waisenhaus. Richtig. Was? Ich hab keinen Adam in meiner Biografie, also ich glaub, du kein Wort. Ich will hören, was sie zu sagen hat. Ich hab keine Übernahmekarte mehr. Gabi, hau die Übernahme raus! Ah ne, jetzt bist du ja dann... Gabi ist der Einzige, ne? Gabi, du bist der Einzige, der eine hat. Tommy hat keine mehr. Du musst... Müssen wir wirklich... Schön, danke. Ja, ich glaube, sonst müssen wir echt diskutieren, Sie, was ich glaube? Bis wir einen umgestimmt was? Haben, ne? Ich glaube, Sie haben gemerkt, dass Ihnen nicht viel Zeit bleibt und wollen sich jetzt etwas aufschuben. Nach 5 Jahren fällt ihm das ein. Nein. Dann wären 5 Leute vielleicht noch aus, besser. Der für Sie die Todesspritze bekommen soll. Stimmt. Aber da gibt's ein Problem. Welches? Er existiert nicht. Daniel, so hast du aber mehr Konflikt. Ja, eben. Wir sollen ja ein bisschen auslassen hier. Adam lief weg. Ich nahm Drogen. Nachdem ich da raus war, war ich nur noch high. Ein paar Jahre später, vielleicht auch Jahrhunderte, wer weiß das schon, fand Adam mich irgendwie im Internet. Er hat geschrieben und den alten Scheiß aus dem Waisenhaus aufgewühlt. Er meinte, er wüsste, wie wir uns rächen könnten. Nee. Pizza! Oh, Pizza. Pause. Gabi, das Spiel passiert sehr gut. Pause!